Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der da ist und der da war und der da kommt. In Gottes Namen kommen wir in diesen Tagen nicht zusammen. Herzlich willkommen zu dieser Osterandacht. Und doch wollen wir es feiern, wollen es spüren. Christ ist erstanden von der Martha. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In diesen Tagen, wo viel Traurigkeit über dem Land liegt und manche Angst, ist es schwer, das zu spüren. Und doch ist es geschehen und wir dürfen uns daran festhalten. Jesus ist aus dem Tod ins Leben zurückgekehrt und stärkt uns, die wir mit ihm unterwegs sind. Wir beten mit Worten aus Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Höchste ist deine Zuversicht. Der Herr ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen. Keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. So wirst du selbst über Löwen und Ottern gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Ich bin zutiefst ergriffen.
Später zu Hause habe ich natürlich nachgeforscht und gelesen, dieses Bild ist von einem Maler, der über Jahrhunderte vergessen war, gemalt worden. Er ist ganz arm und vergessen gestorben. Erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt, Matthias Grünwald. Und dieses Bild hat er gemalt für eine Klosterkirche einer anderen kleinen Stadt im Elsass, für Isenheim. Und dieses Kloster wurde betrieben von einer Bruderschaft von Jüngern, die sich Antonius-Jünger nannten. Und die kümmerten sich um die Ärmsten der Armen. Denn zu dieser Zeit grassierte eine Seuche in der Gegend. Menschen wurden schwer krank und starben. Man nannte es das Antoniusfeuer. Und keiner wusste, Einhalt zu gebieten und keiner wusste, wo es herkommt. Jahrhunderte später hat man entdeckt, es war ein Pilz im Roggen, der die Leute vergiftet hat und ihre Gesundheit und ihr Leben gebracht hat. Und diese Antonius-Jünger, die kümmern sich um die Ärmsten der Armen, die vergessen waren. Und Matthias Grünwald malt für diese vergessenen Menschen ein Bild. Ganz bewusst offenbar versucht er den Verstand gar nicht zu erreichen, sondern direkt das Herz in die Emotionen. Will Hoffnung wecken, Mut machen, will, dass seine Botschaft zu Herzen geht. Und er malt den auferstandenen Christus als einen, der ins Licht geht, der selber Licht wird wie eine Sonne. Ich kann es kaum beschreiben. Und jede Abbildung ist viel zu schwach. Dieses ganze Museum in Colmar erstrahlt von diesem Licht. Und es wirkte sehr modern, fast wie Pop-Art und dennoch 500 Jahre alt. Eine Osterbotschaft, die mich ergriffen hat, die man vielleicht so auch nur mit den Möglichkeiten der Kunst ausdrücken kann. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dein Körper verwandelt sich in Licht. Und am Ende wird alles Licht sein. So versucht es Matthias Grünwald seinen Leuten zu sagen. Natürlich gibt es das andere auch. Und wenn man sich die untere Hälfte des Bildes anguckt, dann sieht man es. Ein Grabstein. Die Beine des Auferstandenen, noch nicht vom Licht erfasst, sind noch ganz fahl. Auch die Kleidung. Auf dem Boden liegen Wachen. Die Marionetten, denen man die Fäden abgeschnitten hat. Die Rüstung rostet schon. Um deutlich zu machen, ja, die gibt es auch. Die Diktatoren, die nur um sich selber da sind. Andere demütigen, aber die haben keine Chance. Am Ende wird das Licht gehen. Ich sitze in Colmar vor diesem Bild und kann mich nicht satt sehen und merke, dieses Licht erfüllt mich von innen her. In mir wird es Ostern. In mir wird der Auferstandene stark. Erklären kann ich es nicht, aber ich spüre es. Ihr Menschen, kommt ins Helle.
Christ, der begraben lag, brach heute aus seiner Zelle. Wäre vor dem Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so glaubten wir umsonst. Doch nun ist er erstanden. Erstanden, erstanden, erstanden. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben, er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Lägt er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden. Muss ich von hier nach dort? Er hat den Weg erhängt. Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. Wär er geblieben, wo des Todes Wellen brannten, so hofften wir umsonst. Doch nun ist er erstanden. 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 Wir beten gemeinsam, wie auch Jesus selbst gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
der uns Leben schenkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.